Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zur Demo von Final Fantasy 15. Im letzten Teil, falls ihr euch noch erinnert, wurden wir kurz gegen Ende von einem miesen Autofahrer verarscht und ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn ausfindig gemacht. Ich möchte mit dir mitfahren, du verdammtes Schwein. Los, lass mich einsteigen. Nein, hey, du bleibst gefälligst hier. Du, verdammt. Er konnte entkommen. Unsere Straßenbarriere hat leider nicht funktioniert. Na gut. Laufen wir einfach mal hier weit durch die Gegend. Was wir noch so in der... Wow. Das sieht aus wie der Felsen von König der Löwen. Ich habe ihn, glaube ich, im letzten Part schon bei Weitem gesehen. Na, zu Ninja, na, weiter geht's. Na, Nimmerway. Okay. Hier siehst du wieder irgendwo Gegner? Ich werde mal versuchen. Ich werde mal versuchen, da gleich mal hochzuklettern. Das wäre sehr lustig, wenn ich das hinbekommen würde. Ach, war ja nur einer. No muss, no fuss. Nothing to it. Ich könnte eigentlich auch nochmal ein bisschen meine Schwerter anpassen. Weil ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, bemerkt zu haben, dass je nachdem, in welcher Reihenfolge ich die Schwerter ausruste, Noctis dann auch andere Bewegungsmuster beim Angriff macht, dass er ja andere Kombos macht und so weiter. Würde zumindest Sinn machen. Das würde dem Kampfsystem natürlich wieder sehr viel mehr Tiefe geben. Was war das denn? Jetzt hat der Stein sich kurzzeitig dazu entschlossen, uns anzugreifen und sich dann anders überlegt. Naja. So, komme ich hier irgendwo hoch? Das sieht bisher leider nicht so aus. Oh, ich würde so gerne da hochgehen und Rafiki spielen. Ja, wären wir jetzt in Skyrim, könnte ich quasi im 90-Grad-Winkel mit meinem Pferd da hoch galoppieren. Was hat Prompto da jetzt wieder entdeckt? Oh. Oh, cool. Das sieht aus wie ein Schwert. Mystisches Schwert. Mystisch. Wow. Es hat sich wegteleportiert. Bei vollen MP kannst du Palisade aufklären. Aha. Auslösen. Mhm. Okay. Kann ich das jetzt ausrüsten, dieses Schwert? Nee, irgendwie nicht. Schade. Wäre cool gewesen, wenn ich jetzt einfach auch neue Ausrüstungsgegenstände bekommen hätte. Aber gut, das wird wahrscheinlich an später im Spiel auch die ja der normale Vorgang der Ausrüstung sein. So wie ich halt in anderen Spielen, zum Beispiel in 7, sage ich jetzt mal, meine Substanzen hatte, kann ich halt für Noctis halt verschiedene Schwerter ausrüsten, die verschiedene Effekte haben. Und wahrscheinlich kann ich diese Schwerter dann noch leveln. Oder hoffe ich zumindest jetzt einfach mal. Und da kommen wieder ein paar Magitech-Soldaten. Weiß ich, werden wir die aufmischen? Ja, die mischen wir auf. Au, au. Ich glaube, die mischen eher mich auf. Can't touch this. Ah! Scheiße. Erstmal den gefährlichsten ausschalten, den Fahnenträger. Von ihm geht die größte Gefahr aus. Was, ganz ehrlich, ne? Was hatten sich denn die Ausbilder dieser Militäreinheit da so gedacht? Wir schicken Truppen raus, um hier die Leute zu eliminieren. Und wir müssen einen Fahnenträger dabei haben. Ja, ja, ja. Der Fahnenträger, der kriegt keine Waffe, der muss die ganze Zeit im Gemetzel die Fahne halten. Ja, und es ist Kevin jetzt. Kevin, du trägst die Fahne. So. Hier war schon wieder ein Auto. Was mich natürlich auch wieder nicht mitnehmen wird. Und mich nur scheiße anhupen wird. Mensch, der hat aber auch eine Ausdauer. Ich meine, der läuft die ganze Zeit hier geradeaus.
Aber hey, immerhin muss er kurz ab und zu mal wieder eine Verschnaufpause machen. Was, schon wieder Magitek-Soldaten? Oh, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Oh, eine Hütte. Let's clean him up quick. Okay, dann wird's in den Kampf kommen. Warum auch immer, aber gut. Ihr steht auf der Straße, das kann ich nicht gutheißen. Au, der hat mir gerade voll den Arschtritt verpasst. Ah, okay, und jetzt, zack. Warum hat er denn... Also ich bin hier auf jeden Fall gut ausgewichen gerade, das sah cool aus. Aber dieser... Ich weiß nicht, ob ich die Konterattacke richtig ausgeführt habe, ich glaube nicht. Schade. Oh yeah. Ja, der hat Kopfschmerzen. Kann ich hier oben eigentlich nichts mehr wieder so hin teleportieren? Das sah gerade eben eigentlich so aus, als könnte ich das tun. Gas stations are the same wherever you go. That one looks more like the gas station the time forgot. Okay, dann sind wir gleich an der Tankstelle. Wo wir uns an, ja, vielleicht komplett überteuerte Müsli-Riegel und Energy-Drinks kaufen können, weil es ja eine Tankstelle ist. Das müsste eigentlich auch die Tankstelle sein, wo die Questmarke ist, weil die ziemlich weit oben war. Das heißt, da müsste unser Auto stehen irgendwo, das repariert werden muss. Let's go grab something that sticks to your ribs. Nutrition, gentlemen. His Highness could certainly do with some green in his diet. We'll see about that. First, let's see if we can score some spicy food. Okay. Nett hier. Holy shit. Well, made it this far. Sind das tatsächlich Menschen? Menschen, mit denen ich sprechen kann? Bet your bottom gill on it. No place else to be right now. Ich glaub's ja nicht. Mensch, NPCs auf der Karte, mit denen man reden kann. Ja, sowas gab's in 13 nicht. Ah, okay, das ist unsere Karte. Oh, Hallöchen. Ja, genau, ich guck dich an. Ja. Jetzt streckt mir den Arsch entgegen, warum auch nicht? How goes it, Cindy? Hey there, good to see y'all. Any luck with the car? Don't need luck when you got skill. She's almost ready. How about y'all? We've been unable to raise the money as yet. Well, take your time. It's no rush at all. I hate to charge you, but we gotta stay in business somehow. We broke it. We bought it. She's a fine one, this girl of yours. And she won't take nothing less than the best parts. Only one way to do it, and that's to do it right. All things considered, you're getting a steal. Yeah, don't think we don't know it. When we finally pay our bill off, we'll throw in a dinner too. Best save that for Pawpaw. When I told him y'all broke down again, he was redder than Rama. Yeah. Noch schlampiger hätten sie sich nicht anziehen können. Muss man ganz ehrlich sagen. Hey, das Auge spielt ja mit. wobei, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Eigentlich sollte das doch, meine ich, Cid sein, dem Final Fantasy 15. Aber hieß jetzt Cindy. Und da gab es vorher auch schon ein bisschen Verwirrung. Ja, weiß ich nicht. Oh, okay. Ein Wohnwagen, in dem ich anscheinend auch übernachten kann. Da können wir nochmal einen Blick auf unser schönes Auto werfen, was wir hoffentlich am Ende der Demo wiederbekommen. Unser eigenes Bettmobil! Könnte echt ein Bettmobil sein, ja. So, und jetzt können wir mal gucken, vielleicht ob wir sogar hier... Ja. Holy shit. Nein. Verarsch mich nicht. Ein Laden? Ein Laden!
mit Menschen. Ich kann in einen Laden gehen. Und da sind Menschen. Ich glaube es ja nicht. Oh mein Gott. Ja, Leute, das hat es in Final Fantasy seit 10 eigentlich so richtig nicht mehr gegeben. Na gut, okay, in 12, doch, ja. Wow, das ist ja... Er snackte seine... Wow. Okay, da hat er sehr schnell seine Chicken Wings aufgegessen. Vor allem, wisst ihr, es ist... Ich freue mich gerade übelst einfach, dass der hier ein Scheißladen ist, in den ich reingehen kann, wo Leute drinne sind, mit denen ich auch reden kann, ja. Das ist ja auch eigentlich so simpel, ja, solche Sachen zu machen. Trotzdem hat Final Fantasy 13 zum Beispiel es nicht geschissen bekommen. Ah. Fine car you got there. Fine lady you got fixing it too. Glad you all came by. Not too often we get a taste of the finer things down here. Und ich kann sogar wirklich mit dem Ladenbesitzer sprechen. Oh Gott, Leute. Ist das schön. Auf jeden Fall ist das wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Ich verkaufe jetzt erstmal hier so ein bisschen Müll, den ich angesammelt habe. Damit wir uns noch mehr Essen kaufen können. Oh ja, sehr viele von diesen Säbelzahndingern. Vor allem finde ich sehr schön gemacht, dass ich, wenn ich in den Laden hier reingehe, anscheinend hier ein Radio steht, was die Musik macht. Also dass es nicht so ist, dass ich einfach irgendwo hingehe, wie man das sonst so aus Spielen in der Regel oder von Final Fantasy Spielen kennt, und dann auf einmal wechselt sich einfach die Musik. Sondern dass hier wirklich sich die Musik ändert, weil da halt ein Radio steht. Das finde ich verdammt cool. Macht das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, greifbarer, immersiver. Sorry, ich hab dich angerannt. Gut, verlassen wir diesen schönen Laden. Ach, Leute, das ist toll. Schauen wir uns hier nochmal so ein bisschen um. Hallöchen. Und was ich auch echt schick finde, ist, dass die... Zumindest, was wir bisher sehen an Autos, dass die auch alle unterschiedlich sind. Okay. Dass die alle unterschiedlich sind. Ich meine, guckt euch mal diesen Oldtimer hier an. Ich meine, das macht ja Arbeit, solche Autos ins Spiel zu bringen und zu designen und so weiter. Man könnte sich nämlich auch ganz einfach machen und einfach Color Swaps von diversen anderen Autos machen. Aber machen sie hier anscheinend nicht. Das finde ich verdammt gut. So, wo können wir denn jetzt mal hier hinlaufen? Ich denke, jetzt können wir uns mal endlich dem Behemoth widmen. Würde ich fast sagen. Aber ich will auf jeden Fall eigentlich auch noch die Punkte hier abgehen. Denn ich bin ja... Also was so Quests angeht... Da bin ich ein bisschen komisch. Ich will dann auch wirklich alles abgearbeitet haben. Legs won't carry me another step. Any chance we make camp here? Haben sie schon mal gesagt? Bet your bottom gill on it. No place else to be right now. Hier sind auch noch Häuser. Glücksfrosch. Was ist denn bitte ein Glücksfrosch? Na, komm her. Ja, danke. So, jetzt haben wir einen weiten Weg vor uns. Hüpf, hüpf. Wobei ich auch sagen muss, jetzt wo ich hier ein bisschen die ganze Zeit rumspringe, das habe ich vorhin schon gemerkt, als ich beim König der Löwenfelsen war, whoops, das Springen von Noctis fühlt sich ein bisschen, weiß ich nicht, das fühlt sich komisch an. Irgendwie zu schwer und träge, das können sie vielleicht auch noch ein bisschen verbessern. Ah, dann guck dich nochmal diese Landschaft an, das ist wirklich herrlich. Ja. Okay, da kommen wieder diese Säbelzahn-Dinger. Oh, ups. Einfach mal so auf dem Boden rumgrätschen, Noctis, warum nicht? Sorry.
Eine Hütte. Gibt es an der Hütte vielleicht etwas Spannendes zu entdecken? Bisher waren die anderen Gebäude ja eher mau. Ne, sieht nicht so aus. Das ist auch wieder vernagelt, das Ding. Hier sind wieder... Ach, das sind nur diese... Ah nein, da ist auch noch so ein... Was denn? Ah, okay. Wir kämpfen anscheinend doch. Komm her, du! Ah, er ist zu schnell für das große Schwert. Hey, Prompto! Keep your feet steady! Ah! Der hätte ich gerade zweimal ausweichen können. Hat's aber nicht geschissen. Ah! Schon wieder. Ah, scheiße! Ich muss mal versuchen, mehr auszuweichen und so. Was? Warum denn jetzt nicht? Vor allem ist es typisch, ne? Ich kämpfe hier gegen diese scheiß Kuh-Elefanten und da müssen natürlich direkt wieder erstmal ein paar Magitech-Soldaten kommen. Au. Scheiß auf die Magitech-Soldaten, erstmal hier ein bisschen wildern. Boah, der Fahnenträger kickt mich um, der kann sich ja doch wehren. Au. So, du stürzt doch endlich mal. Oh my. Ah, der Kevin da hinten wieder. Gotcha. Wonder if I'll ever get the hang of all this fighting. Sure you will, if you live long enough. I wouldn't count on that myself. Was macht Prompto da hinten? Ich ändere noch mal ein bisschen hier die Aufstellung. Das mal dahin und. Das dahin. Boah. Aber mal ein bisschen rumprobieren hier, ne? So. Oh, stimmt. Wir können uns eigentlich auch mal diese riesigen, was auch immer das sind, angucken. Schöne Tierchen. Erinnern mich so ein bisschen an die Schnus aus Final Fantasy X. Vielleicht auch einfach, weil das Ding im Wasser steht. Komme ich da wirklich ran, oder? Ne, hier sind schon wieder unsichtbare Wände, leider. Gegen das Ding zu kämpfen, wäre wahrscheinlich sowieso Selbstmord. Mit ihm. Verstolpert oder? Gut. Na, schon wieder Gegner. Aber ich sehe sie schon wieder nicht. Ich sehe die halt in diesen Büschen immer nicht. Easy as they come. Let's clean them up quick. Ich würde ja, wenn ich sie sehen würde, aber. Nee, lass mich mal in Ruhe.
Ist doch falsch. Glaube ich. Also ich kann es wirklich nur nochmal sagen. Also eine Minimap wäre sehr hilfreich. I think I got a pebble in my shoe. Take it out. Yeah. Ich habe Sand im Schuh. Das ist schön. Solche kleinen Einwürfe von den Charakteren. Gefällt mir gut. Du bist ganz allein einsam und verlassen, deswegen wirst du sterben. Oh, kann sein, dass es ein anderer ist? Der sieht irgendwie von der Farbgebung her anders aus. Der scheint auch mehr einzustecken. Oh, das nochmal hier. Unsere Tierchen. Vielleicht habe ich einen besseren Überblick, wenn ich mal hier hochklettere. Was? Okay, sie wollen es wissen. Ups. Oh, das ist ein kleines Steghäuschen. Das schauen wir uns auch mal an. Ihr merkt schon, ich bin sehr leicht abzulenken. Aber ich liebe das, dieses durch die Gegend laufen und erkunden. Das ist auch das, was mir bei Zelda so viel Spaß macht oder bei Red Dead Redemption so megamäßig viel Spaß gemacht hat. Einfach dieses Erkunden dieser Welt. Aber hier gibt es anscheinend auch nichts weiter Interessantes. Bis auf ein Metallteil. Ja, Won't keep you in the dark. I've got just the thing. Okay, also es wird wieder dunkel. Dementsprechend sollten wir uns, glaube ich, schnell einen Rastplatz suchen. Ah, da ist ja direkt einer von meiner Nase. Das ist gut. Denn auf so eine Nachtwanderung habe ich nicht schon wieder Lust. Knock! Over here! Was? Wo? Yeah. Was? Knocked, come here. Take a quick look. Curious. Got my attention. You guys up for it? We better stay on our toes. Okay, jetzt haben wir wieder hier keine Sidequest, aber es wird hier jetzt sowieso stockfinster und da sehen wir sowieso nicht viel. Oh, shiny. Die können wir auch noch mal mitnehmen. Die bringen uns hier ganz viel XP. Tja, ihr wart einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, wildern und töten wehrlose Tiere und freuen sich auch mal. Nice. Ihr miesen Schweine. Ja, das, so sind sie, die Boybands, ne? Alle Boybands sind böse. So. Erstmal übernachten wieder hier. It's bedtime. Ja. Und dann haben wir gleich wieder leckeres Essen, nicht wahr? Komm schon, was kriegen wir jetzt zu essen? Zeig es uns! Nom nom nom. Hatsugu-Ragu.
Ja, können wir wieder ein paar Level-Ups. Sehr schön. Na 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 na. So, ein neuer Tag ist angebrochen. Let's roll. Und mit Blick auf unsere schöne Landschaft hier. Ja, was geht hier? würde ich sagen, dass wir hier. Genau, gehen wir lieber einen Schritt zurück doch. würde ich sagen, dass wir hier mal wieder einen Cut machen. Es war ein schöner Tag. Wir waren an der Tankstelle. Haben entdeckt, dass es tatsächlich Shops und so weiter hier gibt. Und ja, im nächsten Teil mache ich mich dann auf zum Behemoth. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin bedanke ich mich und sage wieder Hauen Sie, bauen Sie!